Einen wunderschönen Hallo. Ich war blind. Herzlich willkommen zurück bei BioBlind. Wir haben ja letztes Mal verzweifelt den Türöffner gesucht, ne? Der ist hier und leuchtet in ganz dezenten Goldtönen. Ich glaube, pingelt sogar ein bisschen. Jedenfalls wollen wir ja gerne hier durch. Hat schon mal geschaut, wir sind nicht sonderlich gut ausgestattet tatsächlich. Wir müssen mal ein bisschen besser anstellen. Also, liebe Vergangenheits-Mary, hast du nicht gut gemacht. Auch wenn wir gerade schön durch diese nette Szenerie gekommen sind. Einmal durch die Bahn und zurück. Und jetzt sagen wir doch mal Hallo beim Stuff. Und der Stuff sagt Hallo bei uns, wie es aussieht. Das ist aber schön. Dann grüßen wir doch mal alle freundlich, die da sind. Den Laden auseinander. So, das ist gerade. Hui! Neue Aufnahmesession für mich. Hoffentlich heute ein bisschen besser als letztes Mal, aber. Bin mir noch nicht sicher. Was du denn her? Das sieht schon mal nicht so gut aus. Elender. Ich habe ja auch so keine Deckung. Was mal nicht. Wir haben nur noch 12 Nieten. Oh, falsche Taste. Ich habe gerade eine Runde Gebiet sabert. Muss ich natürlich an dieser Stelle erwähnen, weil das absolut nicht zu diesem Thema hier passt. Hab jedenfalls das erste Mal meinen SS-Rang gefunden. Also wenn ich hier Scheiße spiele, liegt das daran, dass Beat Saber schuld ist. Hab das mal gehört. Ich war es nämlich nicht. Kennen wir das hier? Ja, ne? Hallo Kinder, mein Name ist Andrew Ach ja, das war Ryan. der Anfang. Okay. Ich habe die Stadtwirtschaft für Kinder wie euch Lass ihn mal erzählen. Weil Oberwelt ist böse, wir wissen's. So, wir machen mal Haki Haki. F muss ich drücken, ne? So, wenn du beim Hacken einen blauen Bonus bekommst, bekommst du einen Gegenstand gratis. Juhu! Ich darf ihn nicht nehmen. Juhu! Danke. Juhu! Da wir uns ja nicht gut genug anstellen und wir sowieso wieder fast volles Portemonnaie haben, auch wenn wir ja diesmal 100 Dollar mehr tragen können als im letzten Teil, würde ich einfach mal so ein, zwei Sachen hier mitnehmen. Man weiß nie, wann der nächste Big Daddy kommt. Und der kommt bestimmt. So, passt. Ein bisschen Geld heben wir uns auf für Notfälle. Wir können zum Beispiel auch mal was zum Heilen gebrauchen. Den haben wir da schon kaputt gekloppt. Mal noch hier rein. 30 für den Verbandskasten. Okay, warte. Warte, warte. Haki, Haki. Gibt's ja auch was gratis? Wenn du einen blauen Bonus bekommst, kannst du dir gegen ganz gratis. Gratis. Kugeln? Kugeln. 24. Kostet uns 6 Dollar weniger. Den nehmen wir einfach alle mit, weil wir nutzen nochmal einen. Okay, so. Bin wieder glücklich. Dann folgen wir mal Herrn Questus Phaelus. Hier lang. All of Future. Schön. Hier waren wir schon. Du gehörst schon uns, wenn ich mich nicht irre. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Sympathische Frau. Was lernen. Gehen wir von Abfackeln aus. Können wir uns alles leisten? So, Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Erhitzen Sie Gegner bis auf 1000 Grad. Achtung, Feuer breitet sich aus. Sehr nice. Und dann nehmen wir natürlich auf jeden Fall nochmal das Gesundheitsupgrade mit. Und so einem Zufall, wir haben genau genug für das Evelink auch noch.
Hol mit Eflink mehr aus deinen Verbandskästen heraus. Dieses revolutionäre neue Gentunikum lässt deinen Körper Eve produzieren, wenn du Verbandskästen verwendest. Da sagen wir definitiv nicht nein. Das wir Ding ist alle. Zum Erwerb des Abfackelplasmids. Sagen wir, Fackel. Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Was würde sie wohl mehr beeindrucken, als ein Kaminfeuer entfacht mit einem bloßen Fingerschnippen? Das ist ein Zeichen für mich? Funktioniert nicht. Ich kann Tom selber abfackeln. Juhu! Ciao, Tom. Und der Kamin brennt nicht. Scheiß Technik. Okay. Oh, ah! Aber diese Party lebt. Ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Ach, Karl, hier. Hier? Nein? Kein Problem. Was soll ich denn da gerade? Ich helfe doch gerne. Wahrscheinlich brennt jetzt alles in der Bude, wenn man versucht, ihm zu helfen. Aber das ist nicht unser Problem. So, ich schätze mal, ich weiß, wo wir lang sollen. Funktioniert einwandfrei. Wir wachsen hier im Garten. Oh, ein Garten war es. Schön. Wer dieses Kind engagiert hat, der gehört auch verprügelt. So, Kinderquiz kaufen. Tja, so ein Zufall, wir haben nichts mehr. Aber wir könnten was kaufen. Wenn wir es könnten. So ist das im Leben. Mehr gibt es hier aber auch nicht. Schade. Aber wir haben ein bisschen Zusatzextras bekommen. Noch ein bisschen Muni. Da beschwere ich mich nicht. So, einmal kurz aufgepimpt. Wo kam ich jetzt hier nochmal raus? Sag mal. Warte mal. Nein, das ist die Konsole. Geh weg. Ich weiß gerade die Taste nicht mehr, wie ich ins Inventar komme. Hallo? Oh, ich habe L gedrückt. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptors. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Habe ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Ich glaube, ich war eben schon wieder in der Konsole drin. Oh oh. Jetzt gibt's Ärger. Das sieht zu sehr nach Kampfarena aus hier. Und der Schrei eben war schön. Aber wenn sie hierher kommt, dann kann uns vielleicht wer helfen. Tut sie aber nicht. Oh oh. Ich werde angezogen. Geh zurück. Hey, Frau Sisterchen, ne? Mach das mal nicht. Guck mal, ich hab das jetzt auch. Darf ich den. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin noch nicht wieder frisch genug für solche Kämpfe. Ah, kein Problem. Das war nur eine. Hol mich, der Teufel. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. So, untersuchen. 40 Adam. 2 Verbandskästen. Das ist nett. Tau die gefrorene Tür wieder auf. Ah, kannst mir mal. Big Daddy ist hier der einzig wahre. Die sind schon gruselig, ne? Die großen. Die kleinen mag ich ja auch, wenn sie gruselig sind. Aber sie sind nicht so gruselig wie die großen. Und nicht so böse. Meistens. Oh. Bin ich auf die schweren Nieten gegangen? Naja, hat jedenfalls geholfen. Hackpfeil? Nein. Da will ich hin. Wir haben die guten Nieten benutzt, aber es war wohl nicht schlecht.
So, hier war noch ein bisschen Story drin, ne? Ja, genau. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Er hörte mich im Limbo-Room singen und kam an, ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist, in dieser Stadt zu leben. Ich glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er weg. Und ich bin hier und singe, erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch abholen. Verständlich, verständlich. Können wir jetzt mitnehmen? Lecker Dosenbohnen. So, da sind wir wieder. Am Bahnhof. Unser Zug wartet schon. Dann helfen wir doch hier mal mit. Ausgezeichnet, alter Junge. Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir dem Herrn Sinclair vertrauen können. Bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das funktioniert. Ich sehe einem Mann gerne in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden es weit bringen. Warum bin ich jetzt auch hier drin eingesperrt, ja? Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Was denn hier? Schieß und starte die Bahn. Ah, jetzt darf ich. Drei kleine Engelchen. Das ist immer noch mein Zuhause. Piep, piep, piep. Warnung, du bist dabei, den Leben zu verlassen. Soll sicher gehen, dass du alles erledigt hast, bevor du weitergehst. Wir haben doch alles erledigt, oder? Ich habe schon wieder die Dings aufgemacht. Wir müssten alles haben. Ich gehe einfach. Ich darf mich nicht umdrehen. Ich bin Lokführer. Brumm, brumm. Brumm, brumm, Zug. Eigentlich müssen wir alles gemacht haben. Ich denke mal schon, dass wir jetzt gehen können. Jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir alles gemacht. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Ja Mensch, was bist denn du? Subject Delta sitzt jetzt in Pauper's Drop fest. Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde. Denk daran. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Du bist doof. Lam versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt! Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Das war die, von der wir gerade die Story gehört haben. Zum Teil zumindest. So, ich schätze mal, dann müssen wir dann nachher die Bahn wieder in Gang bringen. Nachher in Anführungsstrichen. Erstmal nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Den lassen wir noch liegen, wer weiß, ob wir ihn nicht brauchen. Sinnvoller brauchen, genau wie den hier. Können zwar einen mitnehmen, aber na, sicher ist sicher. So, Securis. Hacken. F drücken. Ja. Die Tür ist offen. Supi. So, eine Rosie. Oder ein Rosie. Hat ja nichts mit männlich und weiblich zu tun. Gehe ich mal von aus. So tief bin ich auch nicht drin in der Lore, muss ich gestehen.
auch wenn es mich grundsätzlich interessiert. Ich kann auch an dieser Stelle anmerken, ich habe euch mal irgendwann in dem Let's Play, oder sogar in dem alten Let's Play noch, von einem schönen Buch erzählt, was ich habe. Ich habe es aber nicht weiter gelesen. Wisst ihr Bescheid? Oh? Die Stimmung. We will be reborn. Was ist das? Au, au, au. So, unser Paper Daddy hat wieder was abbekommen. Oh. Was ist denn da Schönes liegen? Die beten die Little Sisters an. Verrückt. Oh, wir können gerne 50er-Kugeln mehr mitnehmen. Welche sind das? Die hier, ne? Müssen wir da mal ein bisschen rumballern. Draußen eine Stimmung vorm Fenster. So, noch mehr 50er-Kugeln, die wir nicht mitnehmen können. Und hier können wir wahrscheinlich nur so dran, ne? Ja, so dran. Sehr gut. Kein Problem. Oh, das ist wieder der Rambo-Kollege, der macht hier scheinbar ganz schön Stimmung. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atem röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Was wir nicht alles getan haben sollen hier. Wir als Spieler wissen natürlich von nichts. Ob Mr. Daddy hier mehr weiß, ist eine andere Frage. Also sie hat irgendwie ein Problem mit Big Daddy, wie es aussieht. Hat zumindest schon ein paar erwischt. Geht nicht. Wollte an der Glocke bimmeln. Ich glaube, ich erinnere mich ein bisschen an die Stelle. So ganz gering ging ich da durch. Nein. Ja, diese Waffe ist halt echt scheiße. Damit kann ich höchstens so ein bisschen nachhelfen. Irgendwo hier ist eine. Oh. Da mal wieder. Nein. Sie können hacken. Oh, hat daneben getroffen. Immerhin doppelter Schadensbonus. Nachdem ich es verkackt habe, habe ich es dann doch noch richtig gemacht. Das Mr. Daddy. Religionsfreiheit, Doktor? Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser einziges Gesetz. Hier ist der Mensch nur sich selbst verpflichtet. Etwas anderes zu unterstellen, ist strafbar. Fragen Sie sich, Andrew. Was ist Ihre große Kette des Fortschritts anderes als eine Religion? Die Kette ist das Symbol für eine irrationale Kraft, die uns den Himmel bringen soll. Auch nicht weniger mystisch als die Kruzifixe, die Sie beschlagnahmen und verbrennen lassen. Das Publikum ist sich einig, ne? Moin! Kommst du mal her hier? Aua? Ich würde ihn gerne da im Wasser erwischen. Oh, Kontaktminen. Nachladen, warte kurz. Tue ich überhaupt nicht. Au, 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 au.
Er ist verdammt. Ob das drin ist? Nee, warte. Ein Problem. Alter, haben wir gleich kein Leben mehr. Der ballert uns weg. Jetzt stirbt doch das Ding. Oh Gott, jetzt kommt der Rest. Oh ja. Ah, kein Problem. Hast du zufällig Verwandtskasten? Mag dich, Kollege. Du bist es. Sind wir jetzt wieder zusammen? Ja, auf jeden. Komm her, Kido. Schnell, weil. Aua. Mach ihn auf, Daddy! Wieso greifst du mich denn jetzt an, oder? Du greifst mich an. Ding untersuchen. So. Hör bei mir. Mein Freund. Kann ich den untersuchen? Oh Gott. Okay. Kein Problem. Wir haben das im Griff. Wir haben nicht ganz so viel Geld und Essen und Trinken und gar nichts. Gathers Garden. Wir können uns mal ein Gesundheits-Upgrade leisten. Das Mainslot, man stärker. Wir haben noch gar nicht so viel. Also im Grunde macht es noch keinen Sinn, hätte ich gesagt. Das hätte ich schon gerne, aber ich weiß nicht, ob wir es nicht besser verwenden können. Ich würde noch mal kurz abwarten, bis wir noch ein bisschen was gefarmt haben. Was ja eigentlich jetzt kommen kann, weil wir jetzt ja wieder eine Little Sister dabei haben. Das klingt gut. Purer Treibstoff, das klingt auch gut. Da ist noch einer, hier können wir uns ein bisschen fit machen. Was bist du? Keine Ahnung. Ein Stück Stein. Söhrchen, Ah, komm, voll Galle. Hey. Oh, oh. Wir sind leider voll. Schade. Ein schickes Diner hier eigentlich, ne? Richtig schön amerikanischer alter Stil. Hat schon seinen gewissen Charme. Gibt sogar noch Kuchen, ne? Wer hat Bock? Der sieht besonders gut aus, finde ich. Ich heb euch ein Stück auf. So, ein bisschen Geld. Nein, jemand hat die Küchentür offen gelassen. Das ist natürlich auch ungünstig. Okay, da kam man nicht weiter. Ging es sonst hier irgendwo lang? Ich glaube, hier ist auch zu, ja. So, wir könnten jetzt mal unseren Geruchssinn anschmeißen. Komm, Daddy, wir sind gleich da. Bevor ich wieder vergesse und wir wieder den ganzen Weg doppelt und dreifach laufen müssen. Ach, da hinten. Oh, ist natürlich schlecht. 30. Na komm, wir hacken jetzt mal nicht. Spritze bleibt alles so. Ich würde nur gerne. Hoppala, falsche Taste drücken. Ein paar Fallen hier hinhängen. Sind da gerade durchgeflogen? Verdammt. Das war so nicht geplant. Okay. Ich fühle mich nicht vorbereitet. Auf geht's. Das machen wir jetzt nochmal. Brüder und Schwestern, das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Blechte, die ist leer wie eine Gefängniszelle, die einen Insassen braucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagt ihn! Mach das mal nicht. Okay, so, bitte bis beeilen, wenn es geht. Du bist doch total gestört, Mann.
Ja, er schläft länger. Hoffentlich. Also es gibt Zombies. Wobei, das ist schon relativ Zombie-like hier. Hopp, 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 hopp. Wirst du wohl. Wie man so schön sieht, es wurde letztes Mal festgestellt, dass sie ja auch das Zeug trinken. Ja, das tun sie. Und sie haben sogar eine Nuckelflasche an ihrem Dingensspritzchen. Das heißt, die gönnen sich auch mal eine Handvoll. Weil die auch auf dem Zeug sind. Es ist schon irgendwie bäh, ne? Oh, wir sind voll mit dem Bohrer. Nett. War so voll mit den Nieten, dass wir sie auch mal wieder benutzen könnten. Das ging jetzt relativ easy peasy. Wir hatten Glück, dass hier Wasser war. Dass wir den kleinen Botto hatten, der glaube ich nicht mehr ist. Ich weiß gar nicht, was aus ihm geworden ist. Die können wir wieder mitnehmen. Der Rest wurde ausgelöst. Mal kurz hier gucken, aber hier haben wir keinen mehr getötet. Da haben wir noch einen rumliegen. Ach, da ist Mr. Botto. Mr. Roboto. So, man kann scheinbar hier aber aufs Dach. Das würde ich gerne nochmal tun, bevor wir dem Quest-Filey folgen. Was natürlich gleich wieder nur ein Gegner spawnen ist. Sehr auffällig. Aua. Oh Gott. Ist ja. Alles egal. Ah, warte kurz. Jetzt kaputt. Nein, Mr. Botto brennt. Huch, Entschuldigung. Als ob du hier rumsneaks. Ja, hab ich gesehen. Lass uns mittanzen, Daddy. Ja, immer, immer. Mittanzen. Huch. Und Mr. Botto lebt noch ein bisschen. Das ist schön. Rot. Und da gerade Schrot? Ja, Schrot. Gibt's bald meine Schrotmoni-Pistole? Bessere Zeiten mit Lärm. Ah, Hackers Delay. Delay? Klingt irgendwie falsch. Delight? Mit Hackers Delight wandelt dein Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Wir haben Platz, also nehmen wir es auf jeden Fall mit. Außerdem klingt es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man ehrlich ist. Okay, mehr gibt es hier aber scheinbar nicht. Das war nur diese eine Ecke. Ich schaue nochmal ein bisschen um. Die Bots erledigen den Rest. Das passt schon. Den habe ich ja leider kaputt gemacht. Den hätte ich auch hacken sollen. Aber er hat mich so erschreckt und so unerwartet getroffen. Ist schon wieder peinlich. Aber passt zu mir. Nachgeladen, statt zu untersuchen. Ja, es passt so gut zu mir. Schickes Kleid hat sie. Okay, ich drücke nochmal R. Da geht's lang. Folge dem Mief von Adam. Der Porn King. Aha. Schnell auf dem Weg mitnehmen, was wir können. Leider reden wir zu viel. Wer ist da? Das ist Donkey Kong, eindeutig. Oh, wir kämpfen gegen ihn. Ah! Donkey Kong macht das mal nicht. Hatte mal noch gerade gesagt. Dann hacken will ich ihn nicht. Da, Antiperson. Antiperson war noch immer gut gegen Antiperson. Schreie immer. Schon lange tot.
Ja, Brutspicer heißt ein Splicer, nicht Spicer. Brutale Splicer, also. Das sind sie wirklich. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier ist Endstation für mich. Tja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Aber bevor wir jetzt noch die nächste Leiche machen, würde ich sagen, wir müssen in der nächsten Folge. Kleiner Pausenschnitt. Wir sehen uns dann, wann auch immer diese Folge rauskommt. Also bis denn. Danke fürs Zuschauen. Und bis denn. Tschüss.